ihr habt gerade meine Morgenroutine gesehen und jetzt mache ich unser Frühstück. Ich habe vorher schon mein Porridge eingeweicht quasi und schon mal ziehen lassen. Und zwar mache ich gerade immer 40 Gramm Haferflocken mit Leinsamen, Chiasamen, 8 Gramm Rosinen und dann mit heißem Wasser. Und ich mache mein Whey extra. Ich nehme gerade immer das Real Whey, entweder in Vanille oder in Chocolate Caramel. Wir haben hier jetzt heute mal Banane und Chocolate Caramel. Und dann esse ich mein Porridge quasi plain und mache mir jetzt aus dem Whey so eine Whey-Creme. Das heißt 30 Gramm Whey und 30 Gramm Wasser. I'll show you. Und wenn ihr das dann so anrührt, dann habt ihr hier so eine richtige Creme. Richtig geil. Und das kommt dann so auf mein Porridge drauf. Jetzt schneide ich erstmal Banane. Also es gibt entweder Banane oder Apfel, manchmal auch TK-Beeren, aber ich bin gerade eher auf Banane oder Apfel. Jetzt kommen da auf jeden Fall noch meine Toppings drauf. Und zwar einmal ganz wichtig natürlich Zimt, dann Salz, ich nehme natürlich das pinke Salz. Dann liebe ich gerade vor allem bei Schoko einmal Kakaonibs. Übrigens tue ich von der Packung einfach immer den QR-Code ausschneiden, pack den hier rein, damit ich das für meine App abscannen kann. Hier schön beschriftet und dann kann ich das perfekt tracken. Und ein paar Mandeln noch. Und dann bereite ich immer schon meinen Quark für die Arbeit vor. Das Mittagessen ist schon vorgekocht, aber den Quark mache ich dann immer morgens. Das heißt, ich mache hier einmal Quark, Flavor Powder. Wasser, dann verrühren, Flohsamenschalen, TK-Beeren, Pistazienbutter. So, ihr habt jetzt gerade schon gesehen, wie ich mein Porridge momentan mache. Ich habe da immer so eine Obsession und dann esse ich ein paar Wochen immer dasselbe und dann überlege ich mir wieder was anderes. Auf jeden Fall nehme ich euch heute mit zu einem Full Day of Eating in meiner Reverse. Meine Kalorien sind gerade so um die 2000 Kalorien und 1900 an Rest Days. Und ich zeige euch heute mal, wie ich das aufteile und wie ich das esse. Ich track übrigens immer, also ich esse nicht nach Ernährungsplan, sondern ich track meine Meals, aber habe trotzdem schon so meine Meals, die ich eigentlich jeden Tag esse, immer gleich. Vor allem an Tagen, wo ich arbeiten bin, muss einfach alles strukturiert und geplant und gepreppt sein. Das heißt, das Mittagessen kochen wir immer schon montags vor. Frühstück mache ich, wie gesagt, jeden Morgen und mache mir dann auch meinen Quark und noch meinen Pre-Workout gleich, dass ich das mit zur Arbeit nehmen kann. Und das alles zeige ich euch heute. So, jetzt geht's los zur Arbeit. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich alles mitnehme. Also eine Wasserflasche, dann mein Intra fürs Training, Verdauungsenzyme. Dann einmal mein Mittagessen, mein Pre-Workout-Reisbrei und mein Quark, den ich euch vorher gezeigt habe. So, wir haben es jetzt kurz nach 12. Jetzt gibt es mein Quarki. Was natürlich nicht fehlen darf, ist einmal Kaffee. Sieht zwar immer nicht so schön aus, aber schmeckt auf jeden Fall geil. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Eiskaffee. Weil wir haben eine Eiswürfelmaschine. Auf dem Kaffee darf natürlich das Schoko-Flavor nicht fehlen. Und auf dem Quark
mein Salz. Sah auch schon mal schöner aus. Und das snacke ich jetzt einfach so ein bisschen nebenher. Es ist 14 Uhr, ich habe Mittagspause. Was ist das Erste, was wir in der Mittagspause machen? I will show you. Und zwar eine Runde Kältekammer. Ich nehme euch mit. Meine 4 Minuten bei minus 85 Grad. Ich arbeite nämlich hier im Freeze Club und wir haben eine Kältekammer zur Kryotherapie, die hat minus 85 Grad, trockene Kälte. Und ich finde das einfach nur mega geil. Ich mache das jeden Tag hier, wenn ich bei der Arbeit bin. Man sieht jetzt hier vielleicht, wie ich Gänsehaut habe. Aber ich finde es einfach nur mega geil. Man hat einfach danach so mega viel Energie, weil es einfach so ein Dopamin- und Endorphinausstoß gibt. Und es hat einfach so krass viele positive Vorteile. Und ich mache es selber voll gerne, weil ich mich danach einfach mega geil fühle. Also man fühlt sich einfach richtig wach, fokussiert. Ich habe nicht mehr so viel Kopfschmerzen. Meine Migräne ist besser. Man schläft abends besser. Es ist einfach auch mega gut für die Regeneration. Auch für mehr Leistung, also wenn man einfach danach mehr Energie hat und vor dem Training ist es einfach für mehr Leistung mega geil. Und ja, deswegen liebe ich das und deswegen mache ich das jeden Tag, also jeden Tag, wo ich hier bin, also so viermal die Woche ungefähr. Und ja, ist einfach nur ein mega geiles Gefühl, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Es ist einfach, ja, geil, also man muss es auf jeden Fall mal gemacht haben. Und das war jetzt mein 137. Mal Kältekammer. Ich zähle das immer mit. Genau, so sieht immer meine Mittagspause aus. Manchmal, vor allem im Sommer, mache ich das dann nach der Arbeit nochmal. Also vielleicht mache ich es heute Abend nochmal, bevor ich ins Beintraining gehe. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Genau, jetzt habe ich erstmal Mittagspause und jetzt gibt es gleich Food. Da kommt auf jeden Fall gut Salz drauf. Und ab und zu mache ich noch so eine Zero-Soße von Prosis drauf. Zum Mittagessen gibt es auf jeden Fall meistens Kartoffeln, Hähnchen und Gemüse. Das ist Brokkoli und ein paar Erbsen. Das kochen wir immer am Anfang der Woche meistens vor. Immer für die nächsten 2-3 Tage. Genau, das heißt, mein Mittagessen habe ich dann immer schon ready. Montag vorgekocht. Und muss ich dann nur noch warm machen. Genau, und das esse ich jetzt draußen in der Sonne. Und nach dem Essen tue ich meistens noch ein paar Steps sammeln. Einfach so 15 Minuten ein bisschen Schritte sammeln und Verdauungswalk, wie auch immer. Genau, mache ich eigentlich auch immer in der Mittagspause. Und fast vergessen, meine Verdauungsenzyme nehme ich gerade jetzt auf jeden Fall nach der Prep zu 2 Meals am Tag. Einfach so 2 Kapseln, einfach Verdauungsenzyme, um die Verdauung ein bisschen zu unterstützen. Weil die Enzymaktivität einfach nach so einer Prep heruntergeschraubt ist, weil in so einer Prep isst man ja immer nur die gleichen Lebensmittel. Und dann gewöhnt sich der Körper dran. Dass er nur noch diese Lebensmittel isst und verdaut und reguliert dann die Enzymaktivität nach unten. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Verdauungsenzyme unterstützend zu nehmen, falls ihr da Probleme habt mit eurer Verdauung nach der Prep. So, es ist schon 18 Uhr. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Kunden und keine Zeit, mein Eiskaffee zu machen. Den zeige ich euch jetzt aber.
Ich habe sogar einen neuen Iced Coffee und zwar den Hazelnut Latte. Sonst hatte ich immer den Protein Latte. Ich muss euch mal anders hinstellen. Also, wir brauchen einmal den. Dann brauchen wir einmal die Eismaschine. Ganz wichtig. Wie geil ist bitte eine Eismaschine auf der Arbeit? Einmal Wasser. Dann 30 Gramm Protein Latte. Also ich habe Feierabend. Also ich habe Feierabend und jetzt mache ich mir mein Pre-Workout fertig, weil wir direkt von der Arbeit ins Gym fahren. Ich habe hier Hip-Reisflocken, 30 Gramm veganes Proteinpulver in Peanut Butter Geschmack, beste. Und 10 Gramm Schokodrops. Okay. Genau, weil da mache ich mir mein Cookie Dough Reis Brei draus. Das geht auch nur mit den drei Zutaten, dass die Konsistenz so wird. Und da kommt jetzt einfach Wasser rein. Und dann verrührt ihr das, bis ihr so eine Konsistenz habt. Dann ist das wirklich so wie so Keksteig zum Löffeln. Dann habt ihr hier einfach so eine richtig geile Keksteig-Konsistenz. Das finde ich echt richtig nice. Genau, und das ist immer mein Pre-Workout. Und da wir natürlich auf die Carbs Zimt brauchen, kommt einmal hier ein Zimtteppich drüber. Und weil wir vor dem Training Salz brauchen für den Pump, gibt es hier Salt Flakes. Die kommen auf jeden Fall drüber. Und ja, Salz auf süße Sachen schmeckt ultra geil. Ich habe hier bei der Arbeit einfach die Salt Flakes Hibiskusblüte, weil die schmecken auf süßen und auf salzigen Sachen gut. Manchmal gibt es dazu noch ein Espresso und das esse ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit, weil wir fahren direkt ins Gym. Du bist es auf dem Weg zur Arbeit. Und das esse ich jetzt gleich auf dem Weg ins Gym. Flying back around again. So, Beintraining ist durch. Wir haben ein paar Übungen mitgefilmt, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. In meinem Training gibt es immer 5 Gramm Kreatin und 15 Gramm EAAs. Also jetzt in der Reverse habe ich noch kein Cluster mit drin. Das werde ich dann in der Offseason wahrscheinlich anfangen. Aber auf jeden Fall immer die Proteine gesaved, einfach ja, zum Muskelschutz. Und Kreatin, ganz wichtig, nehme ich auch jeden Tag. Beziehungsweise wenn ich Rest Day habe, versuche ich dran zu denken, das auch zu nehmen. Genau, einfach für bessere Leistungsfähigkeit, auch für jeden ganz wichtig. Das ist mein zweiter Shaker jetzt, also ich trinke immer so 2-3 Shaker Wasser im Training beziehungsweise den ersten Shaker mit den EAAs und jetzt geht's heim, Post-Workout und ich habe nur noch Carbs offen so ungefähr. Das wird gut. Bevor ich duschen gegangen bin, habe ich meine Kartoffeln in den Airfryer geschmissen. Die waren jetzt drin, solange ich duschen war. Habe jetzt schon meine Subs genommen, abends vor allem Ashwagandha, Magnesium und Vitamin C. Und weil ich heute Morgen keine genommen habe, muss ich alle meine anderen Subs auch noch nehmen. Ich nehme immer für einen Tag ein so ein Fach. Was ist da drin? Omega-3, Vitamin D3 und K2, Selen, Jod, Eisen, Sägepalmextrakt, Mönzpfeffer und Kurkumin und
noch so ein Vitaminkomplex. Genau. Das nehme ich jetzt noch. Dann mache ich mir jetzt meine Kartoffeln, ein bisschen Gemüse, was ich hier schon geschnitten habe. Und dann mache ich noch ein bisschen Öl und Parmesan und Avocado. Ich gucke jetzt mal, wie es noch in meine Makros passt. Zeige ich euch gleich. Und die ganzen Makros von meinem Tag heute. So, ganz real im Gammel-Outfit. Hier mein Post-Workout. Also wir haben einmal Veggies, dann Kartoffeln, Olivenöl und Parmesan. Weil ich, wie gesagt, meine Proteine schon drin habe. Ich blende euch hier mal meine Makros von heute ein. Ich schaue, dass ich meine Makros immer relativ genau treffe, aber bin da jetzt nicht so mega akribisch. Abends mache ich mir auf jeden Fall immer mal wieder was anderes, was halt schnell geht oder je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Meistens habe ich nicht so viel Zeit. Ihr habt jetzt gesehen, wie vollgepackt und getaktet mein Tag ist. Deswegen Meal Prep ist key und euch alles hinzurichten, morgens schon oder einfach vorzubereiten, hilft euch auf jeden Fall, den Tag zu strukturieren und alles unterzukriegen. Und packt euch auf jeden Fall auch eure Sportsachen schon ein, euer Pre- und Post-Workout und Intra-Workout, damit ihr alles schon ready habt und gleich ins Training gehen könnt und es abgehakt ist. Und dann gibt es auch keine Ausreden, nicht ins Training zu gehen. Und wenn ihr Meal Prep habt, gibt es auch keine Ausreden, außer das Essen zu gehen oder mal was zu cheaten, weil ich habe einfach meine Meals für den Tag schon ready. Ich weiß, was ich esse. Und halte mich so einfach ganz einfach an meinen Plan. Finde ich so am einfachsten und so können am wenigsten Ausrutsche passieren, vor allem so in der Reverse, wenn man schon noch einen relativ hohen Food-Fokus hat. Und ja, so esse ich immer unter der Woche. Am Wochenende habe ich ein Free Meal, das heißt, ich esse einmal in der Woche einfach ein freies Meal, kann auch Cheat Meal sein. Meistens gehe ich auswärts essen. Genau, bin da also frei und hilft mir auch mehr unter der Woche dann, mich einfach an meinen Plan zu halten. Wenn ich weiß, am Wochenende kann ich ein freies Meal essen. So sieht ein typischer Tag von mir aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es war ein bisschen Inspo für euch mit dabei. Für alle Produkte schaut in der Infobeschreibung nach. Ich habe euch alles verlinkt und ansonsten freue ich mich auf ein Kommi von euch und auf ein Like, Kommentar, habe ich schon gesagt, Abonnement und so weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!